Das ist das. Das muss in deinem Gehirn vor sich gehen, ne? Sonst kriegst du das nicht hin. Du brauchst bescheuerte Ideen, Junge. Wenn man jetzt 6 Jahre lang im Westen war, dann kann man auch mal ruhig in den Osten fahren. Einfach mal ein paar Spuren reinfräsen in Hänge, wo noch nie ein Mountainbiker war. Das ist kein Abend vorm Fernseher, sondern da geht es halt ein bisschen zorniger zu. Deutschland aufwächst, dann hat man einfach nicht ansatzweise ein Bild im Kopf von den Sachen, wie sie da in Wirklichkeit sind. Muss das halt live sehen. Unbekannt ist ja eigentlich das, was einen so reizt. Und heutzutage ist es relativ schwer geworden, auf der Erde irgendwo noch Pioniersarbeit zu leisten. Jetzt nicht mit dem Ernst des Lebens. Anscheinend bringe ich den Lifestyle ja so rüber, dass alles easy peasy wäre und du fährst eh nur Fahrrad oder dem ist eher alles egal oder denk nicht an die Zukunft. Klar denke ich an die Zukunft. Ich will noch so viele zornige Stunts fahren, Mann. Ich habe immer geguckt, wenn irgendeine Aufgabe kam, so, sich um das Leben gedreht hat. Wie kriege ich das hin, dadurch einfach noch die ganze Zeit so viel wie möglich Fahrrad fahre? Für mich war es nie eine Option, jetzt aufzuhören. Wieso muss man zu irgendeiner Zeit immer mit irgendwas aufhören? Manche sagen, ja, das war jetzt einfach nicht mehr, ist jetzt nicht mehr wichtig, jetzt sind andere Sachen wichtig. Für mich ist halt nichts anderes wichtig jetzt gerade. Warum? Geht ja gerade eigentlich erst richtig los. Natürlich konnte ich das nicht wissen, als ich vor 15 Jahren mit Mountainbiken angefangen habe, dass ich irgendwann mal mit dem Heli auf dem Vulkan fliege in Kamtschatka und da mit dem Fahrrad runterfahre.
Und irgendwie bin ich jetzt halt hier, ne? Ich glaube, du musst einfach nur eine Sache lang genug machen, dann ergibt sich da schon irgendwas. Weil die Leute wissen, den werde ich nicht mehr los.